Wer einfach nur die Story wissen will, der soll halt cheaten. Das ist doch jedem das seine, Mensch. Dieses Cheater, voll der Kacknoob. Das ist einfach nur, weil die anderen sich alle produzieren wollen. Die wollen unbedingt zeigen, hier, schau mich an, das beim Zocken, hallo. Beim Zocken angeht. Oh, Level Up. Ja, Level 10. Und Stop Spell haben wir gelernt. Wir haben auch einen Feuerball gelernt und so, aber ganz ehrlich, die Spells sind nicht toll. Hier, Feuerball. Peng. 18 Damage. Ja, fast genauso viel mache ich mit dem Schlag, glaube ich. Ist jetzt nicht so brillant, würde ich mal behaupten. So, wie war denn das jetzt? Nicht, dass ich hier wieder im Kreis laufe. Weil ich gerade mich überhaupt nicht so wirklich darauf achte, wohin ich laufe. Sondern einfach nur, dass ich laufe. Ach, da oben ist es gut. Aber weil das war's hier. Also, ich brauche den anscheinend den Warriors Ring für irgendetwas. Ich weiß noch nicht für was. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Dungeon für irgendwelche Sachen. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder draußen. Und gehen jetzt wieder... ich weiß gar nicht wohin. Ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal hoch zur Stadt und schlaf. Ich bin mich ganz schön müde. Na, halt um die Verletzung. Oder, ach, wisst ihr was? Ich gehe mal direkt... Goluing! Direkt... mit dem Wing of Chimera. Hui! Und wir sind beim Schloss. Jetzt gehe ich mal hier in die Stadt. In die Stadt? Zum Inn und schlaf eine Runde. Ja, komm, gute Nacht. Dalalalala. Cool. Sodali. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Punkt. Lalala, hier hoch. Ja, mit der Geschwindigkeitstaste ist es besser, oder? Weil schneiden will ich die Kämpfe nicht, weil das wäre echt nervig, weil ich jetzt viele Kämpfe. So, da unten geht man durch Säure. Ja, durch eine säureartige Substanz. So. Ich denke mal, wir gehen jetzt zur nächsten Stadt. Ja, zur nächsten möglichen Stadt, das wäre ganz gut. Und die war, lasst mich überlegen, hier rechts, genau. Boah, ist ja in Ordnung. Lalalala. Ach, das Spiel ist trotzdem cool. Auch wenn ich mich gerade hier ein bisschen aufrege, Mensch. Jo. Cool. Wo waren das jetzt? ja, ich glaube hier oben. Und jetzt rechts. Ja, da ist die Stadt. Muhaha. Und hier gibt es Mages. Also die Gegner. Hier gibt es nicht wirklich viele Gegner im Spiel. Ich glaube, wenn es hochkommt, 30 verschiedene. So, und wir sind in der neuen Stadt. Lässt mich vorbei. Was? Guten Tag, das ist... das ist das Dorf von Myra. Irgendwie wurden die alle nach Menschen benannt, die Dörfer. So, jetzt überlege ich gerade. Ihr kriegt irgendwoher gesagt... Ach, hier unten ist einfach das Item. Irgendwo hier. Irgendwo hier ist was. Da wurde gesagt, 4 Schritte runter... von hier diesem Bad. Hallo, lässt mich durch? Danke. Hä? Bin ich blöd? Muss ich das erst triggern, um das zu finden? Anscheinend, ja. Ist doch kacke. Naja, ist auch jetzt noch nicht so wichtig. Was mache ich jetzt eigentlich? Ja, man kann hier das machen. Ja, man kann hier das machen. Ist auch schön. Wir reden mal mit den Leuten. Puff, puff, puff. Oh, wie wunderschön. Achso, der träumt hier von dem Bad. Da gibt es nämlich auch noch Massagen. Ach komm, ich schlafe mal eine Runde. Ich rede einfach mit den Leuten hier. Ist ja auch in Ordnung. Hallo, alte Frau. Ja, hau doch ab, wenn ich mit dir reden will. Hey, du! Was? I can see this is that soon when a beautiful woman looks upon the face of the hero. Ich kann es bald sehen, wenn eine schöne Frau auf das Gesicht eines Helden schaut. Wird sie in Liebe, also wird sie, ja, der Liebe verfallen. Oh, was für eine glückliche Person. Komm, red mit mir.
Oh nein, dieser Shop hat nicht dieses legendäre Schwert mehr. Und dabei bin ich... Was? Ach, und dadurch bin ich diesen ganzen Weg hierher gegangen. Also, und da bin ich durch so viel Durchgang dafür, irgendwie sowas. Ah, der Weapon Shop. Und ja. Ihr habt richtig gesehen. Hier gibt es wieder neue Sachen. Oh Gott. Ja, ich spare das Geld für die 3000 schwere. Teure Schwere. Das ist richtig. Ich möchte nicht... Was? I want to be a burden on his dream. Ich möchte keine Last für seine Träume sein oder sowas. Also nicht zur Last fallen. Er will sein, soll seine Träume verwirklichen. Blablabla. Hey! Get a load of this. Hör dir das mal an. Der Mann, der armen Cleo dort drüben, hat das Dorf gewechselt, um magische Schlüssel zu kaufen. Dieser Taugenichts hat seine, ja, liebliche Frau zurückgelassen. Ich meine wirklich. Was soll denn das? Dieser Hurensohn. Ja. I heard a rumor that there is a shop in the town of Rimulda. Also, ich hab ein Gerücht gehört, dass in der Stadt von Rimulda einen Shop gibt, der Schlüssel verkauft. Wunderschön. Hast du... Was? Bist du schon zur Insel südlich von hier gereist? Ja. Was? Ich habe gehört, da gibt's sehr starke Monster. Du siehst gar nicht so stark aus. Ah nee, du siehst ganz schön stark aus. Ja, natürlich. Ja, hier Säuremann. Muss man über die Säure laufen, aber... Held Arti. Nachfahre von Roto. Du kannst King Dragon nicht mit dieser Waffe besiegen. Irgendwo sollte es das Schwert geben, das Roto zurückließ, als er zurückließ irgendwo auf dieser Insel. Suche es. Ach ehrlich, Schlaubikopf. Echt mal. In der... Was? Also in der Höhle südlich von hier, sagte jemand, sah er eine hübsche Frau. Wie auch immer, die Höhle ist voller Monster. Also warum sollte da eine Frau drin sein? Also da kann doch überhaupt keine schöne Frau drin sein. Ich glaube, der Typ hat nur Geister gesehen. Ja, hat Seeing Things, kann man mit... Er hat wohl einen Geist gesehen. Ja, lass mich doch mit dir reden. Ich hörte... Was? Ich habe gehört, dass der Golem, ein riesiges Monster, eine Schwäche für den Klang von einer Flöte, also die Schwäche, ja, für den Klang einer Flöte hat, so kann man sagen. Du wirst die, du wirst nicht die Kraft haben, das Monster zu besiegen, wenn du ihn einfach nur bekämpfst. Ich denke, es ist wichtig, des Gegners Schwäche zu wissen, die du mir ja gerade sagtest. Ja, magische Schlüssel kann man in der Stadt von Rimulda kaufen. Da werden wir uns jetzt auch auf den Weg hin machen. Schalalalalalala. Der Typ ist unten, nur der Item-Typ. Der Item-Typ. Ja, dann gehen wir mal zu Rimulda, weil ich glaube, da erfahren wir von dem Item, was ich gerade holen wollte, was einfach nicht geht. Ich muss das triggern. Dieses Spiel hat ein Skript. Oh mein Gott. Ja, und um dahin zu kommen, apropos, wie viel braucht... Oh, ja, da ist auch keine Tür. Ich fahr mal kurz das Geld zusammen. Bis gleich. Jo, und ich habe das Geld zusammen. Nehme ich gerade auf? Ja. Wie man merkt an den Lags. Naja, so krass lags ja nicht. Lalala, wir haben die 3000 zusammen und können uns jetzt das Steel Armor holen. Oh, was mir nicht alles macht, ey, für ein bisschen Verteidigung. Ja, verkaufen. Jetzt können wir Iron Shield verkaufen für 400. Oh, das hätte ich auch. Oh. Boah, hör auf. All dieses Verdrücken. Ich werde bald bekloppt. Und Chainmail für 150. Ja, haben wir wieder ein bisschen Kohle. So, kaufen müssen wir uns hier eh nichts. So, dann geht es weiter nach Süden. Hier durch. Ja. Bam. Au. Au. Erstmal ein Heal Spell. Dann ein Radiant Spell.
Ja, und man muss hier einfach nur runtergehen. Lalala. Einfach nur nach unten. Das war's. So, rechts müsstet ihr jetzt gleich eine Tür sehen. Ja, da kommt man nur hin. Ihr habt richtig geraten, wenn man ein magisches Schlüssel hat. Ein magisches Schlüssel. Jo. Ja, wie ihr seht, das ist jetzt keine große Höhle. Ich geh jetzt schon wieder raus. Ist halt nur eine Verbindungshöhle jetzt zwischen den zwei Orten sozusagen. So, ich zeige euch jetzt mal direkt einen Ort, der für uns später noch von Bedeutung sein wird. Jetzt habe ich das falsche Wort gesucht. Ja, hier genau dieser. Diese beiden aneinander. Es sieht schon so aus, als ob da was fehlt. So ist es auch. Und ihr werdet dann schon sehen, was. Ja, was könnte da fehlen? Ein Trampolin? Ja. Oh, ein Wizards. Gefährlich, gefährlich. Hier gibt's arschstarke Gegner, wenn man in die falsche Region läuft, würde ich mal behaupten. So, dort müsste die Stadt sein. Yep. Und hier wollen wir... Oh nein. Ach, zwei zieht er noch ab. Gefährlich, gefährlich. Ja, hier können wir auch bald eh wieder leveln. Uah. Weil wir jetzt eh wieder Geld brauchen. Es ist immer toll. Du brauchst hier nur Geld. Geld, Geld, Geld. Was anderes wollen die auch nicht. Das ist die Stadt von Remulda. Hab ich schon gedacht. Ich hab's endlich geschafft. Ich hab meine Frau Cleo im Dorf Maria zurückgelassen, um hierher zu kommen. Ich wurde von Monstern angegriffen und sie haben mir mein komplettes Geld gestohlen. Und jetzt kann ich noch nicht einmal mehr nach Maria zurück. Verdammt. Ja, das ist richtig kacke. Was haben wir hier? Ach, findet nichts. Auch schön. Ja komm, ich schlafe mit dir, wollte ich schon sagen. Ja, ich schlafe hier. Ja, guten Morgen. Bitte, bitte kommen Sie wieder. Hast du gehört, dass dort ein kleiner Monolith im Nordwesten vom Dorf von Maria ist? Myra? Ehrlich? Ah, ich habe gehört, dort soll ein komischer alter Mann alleine leben. Okay, kann man wieder neue Sachen holen, ich halt so bekloppt. Mensch. Okay, das Steel Sword müssen wir uns auf jeden Fall holen. Und den Magic Armor. Ja, das hat zwar die gleiche wie der 3000 teure Steel Armor, aber ihr wollt diesen Magic Armor haben. Weil dieser gibt euch HP hinzu nach so und so vielen Schritten. Dann müsst ihr euch kaum noch heilen. Ich bin ein reisender Verkäufer. Ja, Merchant. Ja, kann man das irgendwie übersetzen? Merchant? Bastler. Ja, halt Verkäufer ist das halt. Es sieht so aus, es sieht, was? Dies sieht aus wie ein guter Platz, um meine Ware zu zeigen. Was hast du denn so am Start? Ach, Blödsinn nur. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ich habe dich eingesperrt. Wer sind Sie, Sir? Sie schauen so bekannt aus. Wenn du ein Reisender bist, dann solltest du mal bei meiner Mama im Innen vorbeischauen. Ja, um mich zu heilen. Ein netter Bub. Und ein Wing of Chimera, ja, kann man nie genug haben. Ah, wer sind Sie? Gehen Sie hier raus, während ich mich umziehe. Was, from your appearance? Ah, von deinem Aussehen zu urteilen? Siehst du aus wie einer, der versucht, der Held von Roto zu sein. Wie auch immer, in der Realität ist die Geschichte von Roto ziemlich neblig, also ja, nicht gerade durchsichtig, überblickbar, überschaubar, so. Ich habe eine Geschichte gehört, dass er eines Tages von einem anderen Land hier ankam. Die haben einen komischen Englischstil, haben die. Ich habe gehört, dass in dieser Stadt Magieschlüssel zu verkaufen gibt. Wo sollte solch ein Shop nur sein? Was haben wir hier? Nun, dass ich weiß, dass das König Dragon uns angriff, werde ich mich nicht niederlassen und ein eigenes Geschäft starten. Before long, Before long? Ja, früher oder später wird diese Stadt von den Dämonen eingenommen. Auch Götter. In dieser Welt sind Waffen und Rüstungen, die dazu
ja, prädestiniert sind, gegen den König Dragon zu kämpfen.